Wenn wir 6 und 6 spielen, und besonders in diesem Wettkampf-Competition-Teil vom Training sind, wo es um Punkte geht, dann überlege ich mir auch, es ist ähnlich wie ich mir das Ziel überlege von der Übung, überlege ich mir auch, dass, wie kann ich das Ziel der Punkte so legen, dass es auch klar ersichtlich für die Mannschaft ist und für die Spielerin ist. Und dementsprechend baue ich dann auch die Punkteorganisation dazu. Lege ich jetzt heute mehr Wert auf den K1, sogenannten Sideout, probiere ich den mit Punkten extra zu bewerten. Möchte ich heute, dass meine Zuspielerin viel mit den Mittelblockern spielen, dann gebe ich zum Beispiel manchmal in Übungsform und sage, wenn die Mittelblocker heute punkten, kriegen sie 2 Punkte, kriegt die Mannschaft 2 Punkte. Manchmal trainieren wir spezifisch, dass die Außenangreifer trainieren, den Block außen anzuschlagen oder lang anzuschlagen. Dann gibt's, kann man das mit 2 Punkten belegen. Und so kann man, also so muss man sich, glaube ich, das Ziel von seinem Training überlegen, das Ziel für die Mannschaft überlegen und kann dann dementsprechend halt die Punkte halt auch darauf verteilen. Macht man jetzt ein klassisches K1-Training und möchte, dass beide Mannschaften hauptsächlich über den K1 punkten, kann man halt auch zum Beispiel das Training so organisieren, dass man sagt, heute gibt es nur Punkte für den K1 für beide Mannschaften. Das ist zum Beispiel auch eine Sache, die wir öfter machen. Oder heute haben wir die Schwierigkeit gehabt, dass wir zu wenig Außenangreifer hatten. So, das heißt, wir mussten unseren Libero immer auf beiden Seiten quasi im K1 spielen lassen. So, jetzt möchte ich den nicht jeden Punkt wechseln lassen, weil sonst ist er nach 10 Minuten ist er kaputt vom Laufen und nicht vom Volleyballspielen. So, dann heißt es halt für uns, Lösung zu finden. Wie können wir jetzt eine Lösung finden dafür, um ein gutes Punktesystem zu finden, da, wo beide Seiten gut Sideout trainieren können, ohne dass der Libero sich totläuft. Und dementsprechend sagt man, haben wir gesagt, heute zum Beispiel ganz klar, eine Seite ist im Sideout, die machen 5 Punkte, bis sie 5 Sideout gemacht haben, können sie halt punkten, dann kriegt die andere Mannschaft Sideout 5 Punkte und wer am Ende zurückliegt, kriegt das Sideout-Recht auf seine Seite und wir spielen es quasi bis 10 Punkte aus und das sind halt einfach so Möglichkeiten, die man dann so hat und da ist es auch gar nicht mal, also es gibt mit Sicherheit 3, 4 Übungen, die man speziell jetzt im Kopf hat, die Standard sind. Dann muss ich aber sagen, dann gibt es eigentlich keinen Standard für mich, sondern ich überlege wirklich jedes Mal, wie kann ich die Punkteverteilung so machen, dass ich einen gewissen Wettkampf erzeuge und trotz alledem in dem globalen 6 und 6 nochmal spezifische Sachen herauspicke, wo ich besondere Bewertung, Punkte, Ziele drauf gebe. Und das funktioniert auch ganz gut und ist halt auch manchmal sehr interessant zu sehen im Spiel, ob die Spieler probieren, dann wirklich für 2 Punkte zu gehen und diese Chance zu nutzen oder ob sie eher auf die sichere Variante gehen und dann doch lieber den 1 Punkt nehmen. Das ist auch eine ganz interessante Dynamik, die da entsteht. Da gibt es wirklich auch Leute, die gehen immer für 2 Punkte dann. Mhm. Es gibt auch immer die Person, die sagt, ich gehe lieber auf die sichere Seite und suche den einfachen Punkt dabei. So, und ich glaube, das trainiert sie auch. Das trainiert auch den Kopf immer mit, das Bewusstsein der Spielerin mit. Und ja, da gibt es wirklich viele, viele, viele Möglichkeiten. Also